Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen den Begriff der Operation Blanche erklären. Wir reden also hier über Kapitalerhöhungen bei Aktiengesellschaften. Und folgende Situation haben wir. Wir haben eine Altaktie, die kostet 39 Euro an der Börse und die jungen Aktien, die werden zu 30 Euro emittiert, das heißt also herausgegeben. Wir haben ein Bezugsverhältnis von 2 zu 1. Bei einer Kapitalerhöhung ist es ja so, dass die Aktionäre ein gesetzliches Bezugsrecht haben. Das heißt, jeder Aktionär hat die Möglichkeit, hier über seine Bezugsrechte, die ihm automatisch als Depot eingebucht werden, dann hier an der Kapitalerhöhung teilzunehmen. Der Wert des Bezugsrechts beträgt in meinem Zahlenbeispiel 3 Euro. Ich habe auch ein Video bei YouTube zum Thema Kapitalerhöhung bei Aktien. Wenn Sie sich mit der Thematik noch nicht so gut auskennen, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie jetzt erstmal sich mein anderen Video ansehen. Das ist auch genau mit diesem Zahlenbeispiel gemacht, weil wenn Sie das noch nicht so richtig die Zusammenhänge verstehen, dann erstmal bitte ein anderes Video angucken und dann die Operation Blanche, weil ansonsten wird es, glaube ich, vom Verständnis nicht ganz so einfach werden. Okay, also, das soll das Zahlenbeispiel sein und wir haben jetzt einen Aktionär, der hat 1000 Aktien in seinem Depot. Und jetzt hat dieser Aktionär ja verschiedene Möglichkeiten. Er könnte an der Kapitalerhöhung teilnehmen. Wir haben ein Bezugsverhältnis von 2 zu 1. Das bedeutet, dieser Aktionär hat 1000 Aktien, damit automatisch 1000 Bezugsrechte. 2 zu 1 das Verhältnis, könnte also 500 junge Aktien beziehen. Für jede junge Aktie müsste der Aktionär dann 30 Euro bezahlen. Bei 500 Aktien, die er beziehen kann, wären das dann entsprechend 15.000 Euro. Das ist eine Menge Geld. Jetzt könnte es durchaus sein, dass der Aktionär sagt, nee, das ist mir einfach zu viel Geld. Jetzt 15.000 Euro investieren, das möchte ich nicht. Okay, das ist natürlich alles freiwillig, so eine Kapitalerhöhung. Dann könnte der Aktionär natürlich sagen, okay, ich verkaufe meine 1000 Bezugsrechte, die ich hier habe. Dafür würde er dann an der Börse zumindest rechnerisch 3.000 Euro bekommen. In meinem ganzen Zahlenbeispiel sind Bankspesen, Börsenspesen und so weiter nicht mit eingerechnet und würde 3.000 Euro dann auf dem Konto gutgeschrieben bekommen. Da sagt der Aktionär auch, die 3.000 Euro, die brauche ich eigentlich auch nicht. Gibt es nicht irgendwie sowas dazwischen, so ein Kompromiss? Ja, das gibt es und genau das ist diese Operation Blanche. Die Operation Blanche bedeutet, dass der Aktionär einen Teil seiner Bezugsrechte veräußert, um aus diesem Erlös, aus diesem Geld, was er bekommt, junge Aktien beziehen zu können. Das ist die Idee, die dahinter ist, also ohne eigenen Kapital, ohne frischen Kapitaleinsatz junge Aktien beziehen zu können. Und das kann man berechnen. Und das möchte ich Ihnen gerne jetzt an diesem kleinen Zahlenbeispiel vorrechnen. Das ist nämlich ziemlich einfach. Das funktioniert nämlich folgendermaßen. Ich teile das mal in drei Schritte auf, damit es für Sie leichter nachvollziehbar ist. Im ersten Schritt, zumindest im Modell, verkaufen wir alle 1000 Bezugsrechte, die dieser Aktionär hat. Also, ich schreibe mal kurz stichwortartig hin. Verkauf aller Bezugsrechte. Bezugsrechte kürze ich mit BR ab. Das würde bedeuten, dass der Aktionär in diesem Zahlenbeispiel, der hat ja 1000 Bezugsrechte. Wir hatten gesagt, ein Bezugsrecht ist im Moment an der Börse 3.000 Euro wert. Das heißt, der Aktionär würde hier 3.000 Euro dann dafür bekommen. Okay, zweiter Schritt meiner Modellrechnung. Der Aktionär hat keine Bezugsrechte. Es gibt auch die Möglichkeit, hier an der Kapitalerhöhung teilzunehmen, ohne vorher Aktionär gewesen zu sein, indem man sich dann an der Börse entsprechend die Bezugsrechte kauft. Die werden ja dann während der Bezugsrechtsfrist dort gehandelt, haben ja auch eine eigene ISIN. Und dafür wäre es erforderlich, dass um eine junge Aktie beziehen zu können, wir haben ja ein Bezugsverhältnis von 2 zu 1, dass also hier entsprechend zwei Bezugsrechte gekauft werden. Das wären in diesem Fall wären das 6 Euro, die zu zahlen wären. Und zusätzlich muss natürlich dann der Preis für die junge Aktie bezahlt werden.
junge Aktie, das sind ja 30 Euro, sodass also hier entsprechend 36 Euro der Aufwand wäre. So, dritter Schritt. Im dritten Schritt dividieren wir die beiden Zahlen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite hätten einen Erlös aus dem Verkauf von 3.000 Euro. Eine junge Aktie kostet 36 Euro, wenn man die Bezugsrechte nicht hat. Die haben ja sozusagen im ersten Schritt hier symbolisch verkauft. Das bedeutet, im dritten Schritt rechnen wir 3.000 Euro dividiert durch 36 Euro. Und das habe ich schon mal vorgerechnet. Da kommen 83,3 Periode heraus. Das bedeutet, dass hier der Aktionär 83 junge Aktien beziehen kann, ohne eigenen Kapitaleinsatz. 83 Aktien wäre sozusagen das Ergebnis. Und wir machen jetzt nochmal die Probe, um auch zu überprüfen, stimmt das denn überhaupt, was ich hier gerechnet habe? Die Probe ist folgendermaßen. Wenn ich 83 junge Aktien beziehen kann und ich ein Bezugsverhältnis von 2:1 habe, dann bedeutet das ja, dass ich dafür 166 Bezugsrechte benötige. Wir haben ein Verhältnis von 2:1, 83 junge Aktien möchte ich beziehen, im Umkehrschluss 166 Bezugsrechte benötige ich dafür. Ich habe ja 1000 Aktien, heißt, wenn ich 166 benötige, dann benötige ich ja den Rest zu den 1000 Bezugsrechten, die ich habe, den benötige ich nicht. Das sind 834 Bezugsrechte, die ich nicht benötige. 834 Bezugsrechte benötige ich nicht, die verkaufe ich jetzt an der Börse. Dafür bekomme ich 3 Euro. Das bedeutet, das sind 2502 Euro, die ich hier gut geschrieben bekomme. Weil, ich wiederhole nochmal kurz, damit es für uns alle verständlich ist. Ich habe gerade ausgerechnet, 83 junge Aktien kann ich beziehen. Dafür brauche ich beim Bezugsverhältnis von 2:1 166 Bezugsrechte. Ich habe 1000 Bezugsrechte, weil ich habe 1000 Aktien. Also die Differenz zu 1834 Bezugsrechte benötige ich nicht. Die verkaufe ich zum aktuellen Kurs von 3 Euro an der Börse, bekomme dafür eine Gutschrift von 2502 Euro. Bankspesen sind im Moment außer Acht gelassen. Jetzt muss ich noch im allerletzten Schritt überprüfen, wie viel muss ich denn für die 83 jungen Aktien bezahlen. Wir haben ja einen Kurs von 30 Euro, hat die Aktiengesellschaft festgelegt für die jungen Aktien. Das heißt, jetzt muss ich nochmal 83 Aktien mal 30 Euro multiplizieren. Das sind also 83 Aktien mal 30 Euro. Und das sind 2490 Euro. Und damit haben wir auch überprüft, dass das die Rechnung richtig ist, die ich hier aufgestellt habe. Weil wir hatten gesagt, 834 Bezugsrechte verkaufe ich, a 3 Euro, bekomme eine Gutschrift von 2502 Euro auf meinem Konto. Gleichzeitig kann ich 83 Aktien beziehen, das hatten wir ja hier oben ausgerechnet und festgelegt. 83 Aktien, junge Aktien kann ich beziehen. Jede junge Aktie kostet 30 Euro, das hat die Aktiengesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhung so festgelegt. Das macht einen Aufwand von 2490 Euro und wir sehen, das deckt sich. Hier ist noch eine Differenz von 12 Euro. Diese 12 Euro würde ich jetzt dann noch auf meinem Konto gutgeschrieben bekommen. Also, Sie merken sich bitte, wenn Sie aufgefordert werden, in einer Prüfung, in der Schule, im Ausbildungsbetrieb eine Operation Blanche zu rechnen, oder auch im Studium, dann
gehen Sie schrittweise vor. Im ersten Schritt merken Sie sich, Sie verkaufen alle Bezugsrechte. Im zweiten Schritt gucken Sie, was kostet eine junge Aktie, wenn man keine Bezugsrechte hat. Im dritten Schritt dividieren Sie die beiden Ergebnisse und kommen auf die Stückzahl, die man ohne Kapitaleinsatz beziehen kann. Da machen Sie die Probe, überlegen, wie viele Bezugsrechte benötige ich dafür. Okay, die Differenz, die ich nicht, für die ich keine Verwendung habe, die verkaufe ich, bekomme dafür einen Erlös und rechne dann nach kurz gegen, wie groß ist der Aufwand, den ich hier für den Bezug der 83 in diesem Beispiel jungen Aktien habe. Die Differenz ist meine Gutschrift. Das war das ganze Geheimnis der Operation Blanche. Abonnieren Sie meinen Kanal gerne. Es kommen noch viele, viele weitere Videos aus den verschiedensten Gebieten, nicht nur Wertpapiergeschäft, auch Kreditgeschäft und so weiter und so fort. Und dann freue ich mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Okay, vielen Dank und bis demnächst. Tschüss.